Ja, also das hat jetzt mit der Mottowoche überhaupt nichts zu tun, warum ich mich jetzt hier draußen beim Rumlaufen filme, sondern damit, dass es Leute gibt, die bei der Fahrradstoryline auf dem Laufenden gehalten werden wollten. Und der Punkt ist, ich gehe jetzt zu dem Fahrradladen, wo ich das letzte Woche abgegeben habe. Die haben mir gesagt, die sagen mir Bescheid innerhalb von, ja, am Freitag wollten die mir Bescheid sagen. Jetzt ist Montag, die haben immer noch nicht Bescheid gesagt. Also um mir erstmal einen guten Kostenvoranschlag zu machen, weil sie davor wohl irgendeinen Teil erstmal brauchten. Jetzt bin ich aber auf dem Weg dahin und werde denen dann sagen, dass sie das abbrechen können, denn ich habe geschaut bei eBay Kleinanzeigen und habe dort ein Fahrrad gefunden für 20 Euro. Da muss ich allerdings nach Möhrenbach und das selber abholen. Das werde ich dann im Anschluss machen, und zwar mit dem Bus werde ich da hinfahren und dann mit dem Fahrrad zurück, was ich dort kaufen werde. Ein kleines Risiko gehe ich dabei ein, weil wenn das nicht funktioniert, das Fahrrad, dann ist schlecht. Auto kann ich nicht nehmen, weil das passt da nicht rein. Mein Kofferraum geht nicht auf. Dadurch ist die Chance sehr gering, dass ich das da reinbekommen würde. Deswegen dieser Plan jetzt. Ja, und jetzt sage ich erstmal Bescheid, dass sie das Fahrrad nicht weiter bearbeiten sollen. Tja, es ist jetzt etwas anders gekommen, als ich dachte. Und zwar, der Fahrradladen, der hatte nämlich ursprünglich halt gesagt, ja, die müssen erst gucken wegen den Teilen und Kostenvoranschlag. Ich hatte aber halt auch gesagt, wenn es unter 100 Euro kommt, dann macht es. Und der Punkt ist, die hatten es schon gemacht, haben mir aber nur nicht Bescheid gesagt. Ich dachte halt, die hätten es noch nicht gemacht, weil ich ja davon ausging, wenn sie es gemacht hätten, dann hätten sie mir auch Bescheid gesagt. Und deswegen habe ich jetzt hier mein Fahrrad wieder. Und funktioniert ganz gut. Die haben auch die Reifen aufgepumpt und so. Und die Schaltung, die neue, die funktioniert besser als die alte. Also auch als die alte noch nicht völlig kaputt war, hat die nicht gut funktioniert. Und die neue jetzt hier, die funktioniert auf jeden Fall schon mal besser. Ja gut, aber es hat jetzt 94 Euro gekostet und das Fahrrad von eBay Kleinanzeigen hätte 20 gekostet. Aber da ich auch keine zwei Fahrräder brauche, habe ich denen jetzt gleich nochmal Bescheid gesagt. Hier, sorry, wird doch nichts. Hab mein altes Fahrrad wieder und ja, ich ärgere mich fast ein bisschen. Also hätte ich eher gleich auf die Idee kommen sollen, zu eBay Kleinanzeigen zu gucken und mich dort mal umschauen, weil es gibt ja auch gebrauchte Fahrräder. Es reicht ja, dass es fährt und es muss ja nicht das Neueste sein. Und jetzt habe ich hier mein gebrauchtes, was ja auch gebraucht war und die gleichen Nachteile hat wie ein anderes gebrauchtes auch gehabt hätte. Habe aber ungefähr einen fünffachen Preis bezahlt. Gut, ich hätte jetzt noch mit Bus dahin fahren müssen, um das abzuholen, hat hier gesagt. Aber ja, so viel dazu. Ich werde jetzt hier gleich mal ein bisschen pflücken gehen für die Kaninchen. Und ja, der Rest von dem Video, den drehe ich dann an einem anderen Tag, weil ich habe noch keine Besorgungen gemacht hier für irgendwelche Hefezöpfe. Für das Motto diese Woche bewegen wir uns in einem relativ engen Rahmen. Das heißt, wir können jetzt hier nicht aus etlichen Möglichkeiten auswählen, denn das Motto lautet Hefeteiggebäck. Das heißt, ich werde hier erstmalig in diesem Kanal einen Hefeteig zubereiten und gleichzeitig gehen wir auch noch der Frage nach, ob Mehl und Zucker ewig haltbar sind, denn die habe ich jetzt nicht extra neu besorgt, weil hatte ich noch. Aber Haltbarkeitsdatum stand halt dran, 2018. Und hier seht ihr, wie Martha bequem Platz nimmt auf Jonas. Oder? Da müsst ihr eigentlich noch ein bisschen draufhalten. Super. So, also da man nicht irgendwelches Mehl verwenden soll, sondern Weizenmehl vom Typ 405, welches ich auch noch da habe, und zwar in einer ungeöffneten Verpackung. Allerdings ist das noch weniger lange haltbar als das andere, was schon angefangen war. Aber dadurch, dass die Verpackung noch zu ist, bin ich ein bisschen zuversichtlicher, dass man das noch verwenden kann. Hiervon gebe ich jetzt 500 Gramm in diese Schüssel. Beziehungsweise, also von der Optik her würde ich sagen, das geht noch, aber der Geruch ist sehr merkwürdig. Also es riecht ähnlich so wie der Keller.
in dem ich war, wo die Hexe mich hin verschleppt hatte. Und das ist nicht sehr vertrauenserweckend. Ich rieche mal noch an dem anderen Mehl. Ansonsten muss ich den Versuch hier abbrechen. Oder ich mache das mit dem Mehl und esse es nachher nicht, weil das ist vielleicht auch eine Option. Tja, alle drei von diesen Mehlen haben den Geruchstest nicht bestanden, obwohl dieses hier theoretisch bis zum 17.12.20 haltbar sein sollte. Aber das war halt auch schon offen und das sieht auch optisch nicht mehr gut aus. Deswegen werde ich diesen Versuch jetzt hier abbrechen und irgendwas anderes zubereiten. So, also statt mit schlecht gewordenem Mehl habe ich jetzt die Schüssel mit frischen Weintrauben gefüllt. Kaninchen sind übrigens dankbare Abnehmer von den Stielen, die bei den Weintrauben mit dran sind. Auch wenn Martha jetzt gerade was anderes isst. Dazu kommt Sojajoghurt. Das Ganze noch geschwind umgerührt und voilà, ihr habt einen hervorragenden Ersatz für einen Hefeteigzopf.